wunderschönen Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind bei einem, glaube ich, für Sie auch sehr spannenden Thema. Zölibat, Armut, Gehorsam. Das Leben hinter klösterlichen Mauern bringt viele Entbehrungen mit sich. Trotzdem entscheiden sich Menschen dafür. Und darüber werden wir uns heute unterhalten, wie das Leben hinter Mauern im Kloster so ist. Und ich darf herzlich willkommen heißen. Den Altabt des Stiftes Heiligen Kreuz, Gregor Henkel Donnersmarck. Grüß Gott. Den Shaolin Großmeister und buddhistischen Mönch Jan Lang und seinen Schüler Oliver, der durch meditative Achtsamkeit zu einem glücklicheren Leben gefunden hat. Die Künstlerin und bekennende 68erin Schwester Judith, die ihr Leben Gott widmet. Den rappenden Franziskanermönch Sandesh Manuel, der durch seine Musik versucht, Gott näher zu kommen. Schwester Maria, sie ist sozial sehr aktiv und setzt sich für Menschenrechte ein. Diese Ziele teilt sie mit dem Priester, Theologen und Marianistenbruder Hans, der schon früh wusste, dass er Jesus nachfolgen möchte. Herzlich willkommen, grüß Gott. Ich möchte zuerst noch eine Anfangsrunde mit euch machen, in welchen Orden ihr tätig seid oder wo ihr sozusagen, in welchen Orden ihr warum eingetreten seid. Schwester Judith. Also mein Orden heißt Kongregation der Schwestern vom göttlichen Erlöser. In Wien waren wir früher besser bekannt als Töchter des göttlichen Heilands. Das Krankenhaus Göttlicher Heiland ist in Wien bekannt. Das war auch von unseren Schwestern gegründet. Bei dir sieht man ja, Sanisch Manuel, schon, das ist der Franziskanerorden. Ja, warum dieser? Ja, Barbara, ich war 17 Jahre alt damals. Nach dieser Pubertät hat man viele Fragen. Wohin gehen wir? Gibt es wirklich einen Gott? Oder warum sind einige Leute arm? Warum sind einige Leute behindert geworden, so wie sie sind? Und diese Fragen sind einfache Fragen, aber sehr schwierig zu antworten. Dann habe ich gesagt, ich schreibe jetzt meine Medizinaufnahmeprüfung. Ich möchte ein Arzt werden, aber... Damals noch in Indien? Damals noch in Indien, ja. 17 Jahre Indien, Bangalore, Südindien. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche ein Jahr Auszeit, einfach das alles zu verdauen, einfach nachzudenken, weil ich war ein bisschen philosophisch. Und ich wollte auch weg von zu Hause eigentlich. Und die Franziskaner waren in der Nähe von uns, die waren sogenannten Nachbarn von unser Haus, dann... Ich bin in den Franziskanerkloster eingetreten für ein Jahr, sozusagen so ein Probejahr. Aber es war so interessant und da bin ich doch geblieben. Und jetzt ist das 24 Jahre, dass ich ein Franziskaner bin. Boah. Okay. Und seit wann bist du in Österreich? Ich bin seit 8 Jahren in Österreich. Ja. Und gekommen bist du, warum? Wir sind Franziskaner, eine Weltfamilie. Wir haben Austausche. Und der Provinzial aus Österreich war für einen Besuch in Indien. Und er hat mich eingeladen, weil mein Provinzial wollte mich so eine Weiterbildung Bildung schicken. Und er hat gesagt, ich habe gesagt, wenn ich studiere, nur Musik. Sonst brauche ich keine andere Weiterbildung. Und er hat gesagt, ja, da kommt ein Provinzial aus Österreich. Da gibt es keinen besseren Ort in der Welt, Musik zu studieren als in Österreich. Wien oder Salzburg, genau. Wien. Ja. Und deswegen bin ich hier gekommen. Hier bin ich jetzt ein Teil der franziskanischen Provinz jetzt. Und ich bin zu Hause jetzt in Österreich. Genau, und du machst auch Musik. Und auch darüber werden wir uns noch in dieser Stunde unterhalten. Schwester Maria, zu welchem Orden gehörst du? Welchem Orden gehörst du an, heißt es richtig? Ja. Ne? Ich bin Salvatorianerin. Es ist eine weltweite, internationale Ordensgemeinschaft. Der Name Salvatorianerin kommt vom Salvator, also das leitet sich her vom heilenden Gott sozusagen, von der heilenden Wirksamkeit des Jesus von Nazareth. Also, und dieses Namensprogramm sehen wir auch als unser Lebensprogramm eigentlich. Als Salvatorianerinnen wollen wir vor allem heilsam und aufrichtend und
irgendwo leitend auch für die Menschen da sein. Also im Namen dieses Jesus von Nazareth. Okay, wieso trägst du keine Ordenstracht? Das ist bei uns freigestellt, schon seit vielen Jahren. Also es gibt Schwestern, die sie noch tragen. Sehr viele entscheiden sich eben, ja, so zu gehen, wie ich jetzt gekleidet bin. Und das hat verschiedene Gründe. Und für unseren Gründer, Pater Franziskus Jordan, war es immer wichtig, auf die Zeichen der Zeit zu achten. Sowohl in dem, was wir tun, wie wir es tun und vielleicht auch, wie wir erscheinen. In welcher Kultur passt welche Erscheinung am besten? Ja, wir haben Schwestern auf den Philippinen, im Kongo, in Tansania. Dort ist das Ordenskleid noch, hat noch eine andere Bedeutung. Ja, die Schwestern dort, da haben wir schon öfter gefragt, wieso geht ihr nicht in eurer Nationaltracht im Sari in Indien? Oder? Und sie sagen, für die ist das wichtig. Und ich habe gemerkt, ich habe es auch 20 Jahre getragen, bin auch sehr jung eingetreten. Es ist dann die Zeit gekommen, wo ich das Gefühl hatte, also das ist mit Klischees behaftet, dem ich nicht entspreche. Also es ist jedem frei benommen, also wer das gut tragen kann. Es gibt ja viele, die es tragen. Also das will ich damit nicht sagen. Aber von welchen Klischees sprechen wir da? Für mich, ja, also ich habe es ja gehört, wie Leute dann mich angesprochen haben, die mich auch gut gekannten und sagen, ja, wieso musst du das tragen und ihr macht es uns zu schwer und ich würde gern mit dir reden, aber das ist irgendwo eine Barriere. Also ich habe es für mich als Person nicht so empfunden, weil ich bin die Maria, also ob ich jetzt einen Schleier habe oder so sitze. Ja. Ich kann es nicht besser erklären, es war einfach so. Ja. Ja, dazu möchte ich, Barbara, etwas sagen. Wenn ich in eine U-Bahn fahre, ich fahre nicht mit meinem Habit. Ich habe auch ein paar Mal mit meinem Habit gefahren und da ist ganz anderer Respekt auf einmal. Obwohl ich ein bisschen dunkel bin, viel Schokolade esse. Ja. Aber wenn ich in eine normale Zivil gehe, ich möchte auch, die Leute sollten mich erkennen wie ein Mensch. Kleider machen Leute. Ja, es ist wichtig, ja, dazu zeigen. Deswegen mag ich alle meine Videos mit meinem Ordensgewand. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, denke ich mir. Und möchte es einfach auch nicht am Gewand festmachen. Genau. Ja, das ist ein Aspekt. Ja. Aber viel wichtiger ist, was vermittle ich mit meinem Leben? Und vor allem, wie engagierst du dich? Wir werden das dann noch in Medias Res gehen und genau hören, wofür und eine sehr intensive und sehr wichtige Arbeit auch, der du danach gehst. Bruder Hans, du bist auch nicht in deiner Tracht sozusagen, in deiner Ordenstracht, im Habit, sondern zivil. Doch, ich bin in meinem Ordenskleid. Okay. Wir sind während Schaust aber aus wie ein Banker. Ja. Sind während der Französischen Revolution gegründet worden, 1817. Und unser Ordensgründer hat eben auch gesagt, das Wesentliche ist das Innere, nicht das Äußere. Es war auch eine Verfolgungszeit und er hat auch gemeint, ein lebender, wirksamer Marianist ist dem wichtiger als einer, der unter der Guillotine sein Leben verliert. Also Ordenskleid ist sekundär. Primär ist das Zeichen, sich für etwas zu engagieren und sich für was einzusetzen und sich zu binden. Daher ist eigentlich mein eigentliches Ordenskleid dieser Ring, den ich trage. Okay. Manche meinen, es sei ein Ehering, es ist ein Gelübdering. Wenn wir ewige Gelübde ablegen und uns binden an die Gemeinschaft, dann bekommen wir alle einen goldenen Ring. Das ist unser eigentliches Bindungszeichen, dass wir sagen, wir gehören zur Ordensgemeinschaft. Und ein Gedanke vielleicht gleich noch dazu, Gelübde sind ja kein Selbstzweck, sondern sie sind evangelische Räte, das heißt eine Dynamik, um dem Evangelium zu dienen. Also ich lebe nicht ehelos, um ehelos zu leben, sondern ich lebe ehelos, um mich für eine Sache ganz engagieren zu können. Das Ziel ist das Evangelium. Die Gelübde sind Rahmenbedingungen dafür. Und jetzt der liebe Herr Altabt, Gregor Henkel-Donnersmarck. Ich glaube, du bist, lieber Gregor, der Berühmteste hier in der Runde. Was bin ich da? Der Berühmteste. Oh je. Man kennt. Naja. Na, er ist sehr berühmt mit seiner Musik. Der Salisch ist sehr berühmt. Jetzt kennt man aber dich schon sehr lange. Ja. Auch mitunter der Musik wegen. Ne? Ja. Bei uns ist natürlich das Entscheidende der gregorianische Choral. Singt ihr manchmal Choral auch? Eigentlich nicht. Der heilige Franziskus hat andere musikalische Ideen gehabt. Ja. Ich bewundere den heiligen Franziskus, Laudato Si, dieses Gedicht von ihm, wo er die Schöpfung und die Sonne und die Erde, sogar den Tod als Bruder preist und singt. Da gibt es verschiedene Vertonungen dazu. Aber ich höre Choral gerne. Sehr schön. Bitte sehr, eingeladen sofort. Das ist natürlich bei uns, ich bin also Zisterzienser, das ist eine Gruppe der
benediktinischen Ordensleute. Das heißt, unsere Regel ist die des heiligen Benedikt um 500 herum hat der gelebt. Und dann entsteht als Reformbewegung, aber nicht um was anderes zu machen, sondern um das, was der heilige Benedikt gemeint hat, in der damaligen Situation neu zu formulieren, entsteht der Zisterzienserorden. Und wenn man mich fragt, warum ich dort eingetreten bin, so ist das ganz erstaunlich, wegen der Architektur. Ich meine, ich bin mir im Klaren, Architektur kann nicht Inhalt einer Berufung sein, aber sie kann Anlass, Springpunkt sein. Und egal, wo ich vorher gelebt habe, ob in Klagenfurt neben der Abtei Fichtring, ob in Frankfurt, wo es auch in der Nähe Zisterzienserabteien gegeben hat, oder in Spanien, überall bin ich auf diese Architektur gestoßen, die nicht nur eine Bausache ist, sondern Ausdruck einer speziellen Spiritualität, die der heilige Bernhard von Clairvaux, unser großer, da sehe ich Heiligen Kreuz im Hintergrund. Genau, Stift Heiligen Kreuz, ja. Wo er hat gemeint, man soll also möglichst schmucklos und einfach bauen. Ob uns das durch die Jahrhunderte immer gelungen ist, weiß ich nicht. Aber daraus entsteht sozusagen der Entstehungspunkt der Gotik, kommt aus dieser Reduktion bei den Formen. Das ist also zisterziensische Spiritualität ausgedrückt in Stein. Dein Weg, lieber Gregor, war ja eigentlich ganz untypisch zu den anderen, also bis auf Oliver, der uns ja dann erzählen wird, wie sein Zugang ist, aber von allen Menschen, die sozusagen einem Orden beigetreten sind, ist dein Weg ein ungewöhnlicher, weil du hast eigentlich einen weltlichen Beruf gehabt, du hast studiert, Wirtschaft, und dann warst du in Barcelona gearbeitet, sehr erfolgreich als Manager. Wieso dann der Weg ins klösterliche Leben? Also erstens vielleicht für uns in Heiligenkreuz ist die Spätberufung heute eigentlich der Normalfall. Das heißt, wir haben relativ viel Mitbrüder, die schon ein anderes Studium und einen anderen Beruf hinter sich haben und dann zu diesem Schritt geführt werden. Ich gebe zu, ich war einer der Ersten, wo das so war in Heiligenkreuz, aber das ist heute ein üblicher Berufungsweg. Und der Anlass war bei mir, ich war von meiner Familie her, vor allem von meinem Vater, aber auch von der von der Jugenderziehung außerschulisch. Ich war immer auf öffentlichen Schulen. Aber es hat in Klagenfurt eine außerschulische Arbeit, KMJ, die katholische Mittelschuljugend hat das damals geheißen, gegeben, wo man sehr viel Anregungen zum religiösen Leben bekommen hat. Und eines Tages in Barcelona am Schreibtisch sage ich mir, ich lebe unter meinem religiösen Niveau. Diese Schweinerei muss eine andere werden. Und habe also dann mir überlegt, was mache ich? Und dann war der Schritt klar, ich werde ins Kloster gehen. Da warst du wie alt? Da war ich 33. Eigentlich das Lebensalter Christi. Aber da hattest du schon ein Leben hinter dir. Auch eine Familie? Gab es auch Beziehungen? Also ich habe viele gute freundschaftliche Kontakte. Ich habe eine große Verwandtschaft. Das ist bei meiner Familie also sehr üblich, dass man im zweiten und dritten und vierten Grad noch immer Verwandtschaft spielt. Und einen berühmten Neffen? Ja, ja, das kam dann später, da war ich schon lange im Kloster. Das Leben der anderen. Genau. Auch wir führen eigentlich das Leben eines anderen. Ich glaube, das gilt für alle Ordensleute, dass wir versuchen, das Leben Christi zu leben. Aber weil du gerade gesagt hast, es gibt viele Spätberufene. Wenn man jetzt eintreten möchte, da darf man nicht bereits verheiratet gewesen sein oder Kinder haben, oder? Darf man nicht, oder? Geht. Wenn jemand verheiratet war und Witwer geworden ist zum Beispiel, dann steht dem Eintritt nichts entgegen. Und Kinder darf man haben? Naja, freilich. Also wenn er verwitwet ist und Kinder hat, darf er trotzdem eintreten. Okay. Er muss für die Kinder sorgen. So, genau. Und zwar bevor er ins Kloster eintritt oder bevor er die ewigen Gelübde macht. Aber die Kinder sind ja etwas Wunderschönes. Das ist ja etwas, wo wir Gott dafür danken dürfen. Aber ich habe keine Kinder gehabt. Ja. Weil der Bruder Hans jetzt gesagt hat, ja, kennst du solche Fälle? Oder warst du vielleicht auch verheiratet? Nein, ich nicht. Aber ich kenne jemanden, der auch eben zwei Kinder gehabt hat. Also es war nur ein Agreement, wie man so schön sagt, dass die Kinder dafür sind, dass die Ordensleitung dafür sind, dass sie sich darauf einigen können, dass das eine gute Lösung ist. Und man dürfte auch Schwester Maria als Frau Kinder haben, um sich dann für ein Leben im Kloster zu entscheiden? Also ich weiß es von anderen Ordensgemeinschaften. Bei uns ist es mir definitiv jetzt nicht bekannt. In Amerika, glaube ich, also da waren wir eine Zeit lang, wo Witwen eingetreten sind. Das ist aber jetzt wieder
eher nicht so der Fall. Aber jetzt bei uns in Österreich weiß ich das nicht. Wir haben bei uns, bei den Franziskanern, einen Fall gehabt. Er war gewidmet und er hat eine Tochter gehabt. Er ist in den Franziskanerorden eingetreten. Und seine Tochter ist eine Nonne geworden. Und der Vater, so genannt, der hat 50-jährige Ordensjubiläum gefeiert. Und die Nonne, die Tochter, 25-jährige Jubiläum. Und bei dieser Feier Vater und Tochter. Denkt man sich. Und alle waren, wie ist das möglich, ein Vater und Doktor, ein Priester und eine Nonne. Aber das ist nur zeitversetzt sozusagen. Aber das ist sehr interessant, spannend. Jetzt haben wir hier zwei Herren, die ja so gar nicht zu diesem klösterlichen Leben dazu passen. Oliver, schon, ja, tatsächlich ja, aber doch ein bisschen anders. Denn, Oliver, der Buddhismus ist ja an sich keine Religion, oder? Also schon eine, aber der Buddhismus hat kein Gottprinzip und deswegen muss man halt fragen, ob es daher überhaupt als Religion definiert wird. Also es ist mehr eine Philosophie, eine Lebensphilosophie, wie man das Leid verhindert. Weil der Buddhismus geht davon aus, dass das Leben leidvoll ist. Und das Leid wird verursacht eben durch Anhaftungen, durch das Ego, durch das Wollen, durch Gier und bietet dann den Weg für ein Leben, genau dieses aus diesem Leid heraus, über verschiedenste Meditationstechniken, über geistige Techniken, wo man Achtsamkeit sehr wichtig, wo man auf sein eigenes Handeln reflektiert und ja, und demnach eher mehr eine Philosophie, weniger eine Religion. Jetzt bist du aber kein Mönch. Nein, ich bin sowas wie ein Laienmönch. Also ich gehöre schon dem Shaolin-Kloster an, dem Tempel. Und Yan Liang ist mein Lehrer, auch im Buddhismus. Und aber, was lehrt er dir? Die gesamte Shaolin-Kultur, wenn man so will. Die besteht aus Chan-Buddhismus, wo das Shaolin-Kloster der Ursprungsort ist. Also wurde von Bodhidharma dort begründet. Also im gesamten Ost- und Südostchina ausgebreitet. Zen-Buddhismus ist im Grunde das Gleiche, weil Zen ist nur die japanische das japanische Wort für chinesisch Chan. Und halt auch in den anderen Sachen. Shaolin Kung Fu, Qigong, Meditation. Das heißt, du bist ganz normal. Was ist denn dein Job? Was arbeitest du? Ich bin selbstständig. Hauptsächlich für Schulberatung, Qigong-Lehrer, Unterricht. Das heißt, du lebst in einer Wohnung oder Haus? Also genau. Ich lebe privat Familie? Bei mir in der Wohnung. Ich habe keine Familie. Keine Familie? Nein. Gut. Und bist so quasi so ein halber Mönch, könnte man sagen. Also du verbringst viel Zeit im buddhistischen Tempel. Ja. Mhm. So. Bei ihm Training, Unterricht und... Und trainieren tut er dir was genau? Unterrichten halt Meditation oder Kung-Fu, was ja auch zum Chan-Buddhismus gehört, weil... Chan-Buddhismus, der ist im 6. Jahrhundert entstanden durch Bodhidharma, gilt als eine Form von Reformbewegung innerhalb des Buddhismus, der wieder versucht, auf die Ursprünge zurückzugehen und auf das Leben im Alltag auch. Also die meisten, die ziehen sich zurück, während der Chan-Buddhismus, Chan heißt Versenkung. Und diese Versenkung sollte ständig stattfinden. Also egal, ob ich jetzt auf die U-Bahn warte oder ob ich jetzt hier sitze, mit jemandem rede oder ob ich Kung-Fu mache, was ja äußerlich, körperlich sehr aggressiv ausschaut. Trotzdem der innere Zustand, der geistige, sollte ganz ruhig sein, wie Wasser, wie ein See, wo kein Wind geht. Wann bist du in das Kloster eingetreten? Also das mit 14 Jahren. Mit 14? Ja. Ist das nicht sehr früh? Also da ist man ja noch ein Kind. Da ist man ja noch so in der Pubertät. Man weiß nicht genau, was man will vom Leben. Vom Leben, das ist, ich war mit 4 Jahren begonnen, mit Shaolin Kung Fu zu lernen. Okay. Mit meinem Onkel. Mein Onkel war früher auch eine Shaolin. Die Shaolin-Mönche, genau. Man kennt sie ja. Genau. Viele dann Menschen. Ich war zu Hause mit meinem Onkel mit 4 Jahren begonnen. Ja. Dann ich werde auch beste Kung Fu zu lernen. Damals bis 14 Jahre dann zum Shaolin Tempel gegangen. Okay. Und dann war es sowas wie, dass du das dann damals schon wolltest. Also das war nicht so, komm zu uns, sondern du wolltest das. Genau, ich fand selber besessen, dass ich muss zum Tempel gehen.
Aber vor dem Tambo zu Eingang, weil sagen, dürfen nicht. Mhm. Das hier ist nicht nur eine Kung-Fu-Schule. Ja. Das dort ist nur ein Buddhismus, die Kloster. Und dann, ja. Ich werde auch Kung-Fu lernen, nicht nur für die körperlich, okay. Ist auch für geistlich auch. Wie gefällt es dem Gregor? Sehr. Das Buddhistische, weil auch bei euch gibt es ja die philosophisch-theologische Hochschule, darauf bist du ja sehr stolz, ist ja auch ein Zugang. Ja, aber ich sehe mehr Verbindung zu unserem klösterlichen Leben. Philosophisch-theologische Hochschule ist prima, und wir machen aber, sagen wir, viele Dinge von dem, was Sie beide gesagt haben, könnte ich mit anderen Worten aus der Regel des heiligen Benedikt bringen, wo also auch die Meditation, das gemeinsame Gebet, der Gesang, also das, womit wir in die Hitparaden gekommen sind, ist nichts anderes als die Meditation der Psalmen. Und zwar, da atmen wir gemeinsam, da bewegen wir uns gemeinsam, da haben wir alle ein gemeinsames Meditationsgewand an die Kukulle mit den großen Ärmeln. Und das ist ein Einatmen und Ausatmen im Gesang des gregorianischen Chorals, wo wir die Psalmen aus dem Alten Testament als Christen beten. Also da spüre ich eine große, und da sehe ich eben auch die Möglichkeit des Dialogs zwischen Buddhismus und Christentum, dass gerade bei uns in den Klöstern es da viele kompatible Elemente gibt. Um 5.15 Uhr fangen wir die Mitbrüder mit dem Chorgebet an und um 20.15 Uhr ist dann der letzte Teil des Chorgebets. Ora et labora, der heilige Benedikt hat diese Verbindung von Gebet und Arbeit vorgesehen. Und das ist also die Abwechslung von Chorgebetszeiten als Meditation, die dann aber eigentlich in der Arbeit weiterläuft. Also die soll auch nicht aufhören. Wie ist das bei euch, Schwester Judith? Wann steht sie auf? Und habt ihr jeden Tag dann Messe auch? Ja, wir haben von Montag bis Freitag um 5:05 Uhr Beginn, also ich stehe auch um 5 Uhr auf. Es fällt mir nicht leicht, nicht immer. Und man gewöhnt sich auch nicht dran. Nein, man gewöhnt sich nicht dran. Nein, aber es ist einfach die Messe, das Morgenlob und die Heilige Messe, die Schrifttexte, die jeden Tag der Liturgie entsprechend vorhanden sind. Und wir beten auch die Psalmen, also das Stundengebet, nicht so, also nicht alle hören wie in den monastischen Orden, sondern wir beten das kirchliche Morgengebet und das kirchliche Abendgebet, die Vesper. Und das strukturiert den Tag, unseren Alltag. Und der Alltag heißt, wir gehen an die Aufgabe, in der wir tätig sind. In deinem Fall, du hast unterrichtet. Ich war fast 40 Jahre Lehrerin, Kunsterzieherin in der Ausbildung. Jetzt sagt man Elementarpädagogik. Also ich habe sehr viele Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen. Das wären jetzt auch schon mehr männliche. War ich in der Ausbildung dabei und vor allem im kreativen Bereich. Und du malst ja immer noch, nicht? Ich male immer noch, beziehungsweise jetzt habe ich, wir hatten jetzt einen großen Umbau hinter uns. Wir haben ja ein sehr großes Bildungszentrum an dem Ort, wo ich gesagt habe, unser Mutterhaus war in der Kaiserstraße und an der gleichen, an diesem Ort ist auch die große Schule entstanden. Das hat mit Waisenkindern begonnen im 19. Jahrhundert und wir haben jetzt 2000 Kinder und Jugendliche in unserem Bildungszentrum Canyongasse. Und wir hatten jetzt einen großen Umbau, weil eben die Anzahl unserer Schüler und Kinder so angewachsen ist. Maria, was machst du welche soziale Arbeit machst du? Wir als Salvatorianerinnen zusammen mit anderen Ordensgemeinschaften, aber ich glaube doch, also die Initiatorinnen waren wir, haben den Verein Solvodi nach Österreich gebracht, Solidarität mit Frauen in Not, die sich in besonderer Weise um Frauen annehmen, die als wahre Frau gehandelt wurden, also über Frauenhandel in die Zwangsprostitution kamen. Und Gott sei Dank gelingt es immer wieder welchen, manchen persönlich, manche durch Polizei, durch Sozialarbeiterinnen, Streetworkerinnen, dass sie rauskommen. Und wir haben eine Schutzwohnung, wo diese Frauen sein können. Ich möchte im öffentlichen Raum präsent sein. Ich möchte in der gesellschaftspolitisch was bewegen, als Frau aus der Kirche, ja, als Ordensfrau eben
in diesem Geist von Jesus von Nazareth, der hat sich auch nicht gemütlich daheim irgendwo zurückgezogen, sondern der war draußen, der war auf dem Weg zu Hause, hat das aufgegriffen, was ihm entgegengekommen ist, hat die einen konfrontiert und gesagt, jetzt tut's endlich was, ja, für Gerechtigkeit zum Beispiel, und die anderen ermutigt, gesagt, stell dich ja mal in die Mitte, ja, streck die Hand aus, richte dich auf. Und geht diese Arbeit auch ein bisschen leichter, weil du im Kloster bist? Also ist das auch ein bisschen, wäre das anders, wenn du jetzt zum Beispiel verheiratet wärst, liiert wärst und vielleicht Kinder hättest, dass du dann, wie soll ich sagen, da hat man ja dann so viel anderes auch noch zu tun und du kannst dich ganz dieser Arbeit... Also ich habe es einmal für mich so formuliert, ich habe mich gebunden, um frei zu sein. Genau. Ja? Ja. Also, und wenn ich höre, also so viel von Verzicht und so, habe ich mir immer gedacht, natürlich, jeder Mensch verzichtet was. Wer sich für einen Partner entscheidet, verzichtet auf alle anderen. Also es ist so, aber... Ja, genau. Aber für mich ist es eher ein Ausgerichtetsein auf das, was ich will, was in mir grundgelegt ist, und mit meinen Gaben möchte ich was Sinnvolles anfangen. Und das ist der Sinn dessen, warum ich es tue, wo ich sage, ich habe jetzt in meiner Lebensform, glaube ich, schon mehr Möglichkeit, als wenn ich Kinder hätte. Aber wann bist du eingetreten in den Orden? Ja, ich sage es einmal so, mit 19 bin ich schon ins Noviziat gegangen, 19, mit 21 habe ich das erste Mal also quasi die Versprechen abgelebt. Ja, warum ich frage, ist, da hat man ja noch vielleicht nicht so viel an aber beim Gregor, du hast ja quasi verdient gehabt. Was ist mit deinem Vermögen passiert? Also hat das alles das Kloster bekommen? Also ich habe ein gutes Gehalt gehabt, aber es war noch nicht, dass ich ein Vermögen gehabt hätte. Also hätte aber du hast alles abgegeben. Ich habe alles abgegeben. Und zum Ausgangstitel hinter Klostermauer, wie lebt sich's da? Es ist mehrmals das Wort von Entbehrung gefallen. Ich habe also die Armut eigentlich als Befreiung erlebt. Ich brauchte mich nicht mehr um materielle Dinge zu kümmern. Ich habe den Gehorsam positiv erlebt. Es wurden mir immer Dinge im Gehorsam aufgetragen, wo ich sehr bald festgestellt habe, dass das genau das Richtige für mich war. Ich gebe zu, die ehelose Keuschheit ist weiterhin, wie bei heiligen Paulus, ein Stachel im Fleisch. Also da wird man nie ganz fertig, wenn man als Mann oder Frau entsprechende Kräfte in sich hat. Das fällt mir zumindest relativ schwer. Mir das auch. Muss ich schon... Ah, da habe ich mich zu deiner Meinung geholt. Aber ansonsten ist das eine Befreiung. Es sind ja viele Menschen, die heute im Beruf und in diesem Zwang von wie ein Eichhörnchen im Betrieb stehen, die diesen täglichen Erwerbsunterhalt doch als Sklaverei erleben. Das habe ich so nicht erlebt. Aber für mich war es trotzdem dieses Eigentumslos, dieses Einkommenslos vom Kloster abhängig, weil ich muss mir um nichts mehr sorgen. Genau, man, das ist das eine. Ne? Das andere ist, wenn man sich jetzt was kaufen möchte, was auch immer es ist, muss man ja dann trotzdem vielleicht fragen, kann ich das, darf ich das? Wir stellen zum Beispiel selber als Schwestern ein Budget für das ganze Jahr, überlegen, was werde ich vermutlich ausgeben. Und wir besprechen das in der Gemeinschaft. Passt das zu unserer Lebensführung? Und ich brauche jetzt nicht mehr sozusagen, wie es wirklich ganz früher vielleicht einmal war, wegen jeder Seife, Zahnpasta, sonst was. Schuhe, ich kann mir das selbst einteilen. Ja. Und auch mit dem Gehorsam ist so. Wir definieren zum Beispiel Gehorsam so, dass wir sagen, wir hören gemeinsam auf das, was Gott in der heutigen Zeit von uns will und braucht, wozu wir für die Menschen gut sein wollen. Jetzt hat aber für die Ehrlichkeit, Dankeschön, eben der Gregor gesagt, dieses zölibatäre Leben, das ist nicht immer einfach. Und diese Entbehrung. Und da hat der Sanesh genickt, ja, für mich auch. Warum Hallo, ist das Kollege. So schwer? Also, oder ich meine... Schau mal, das muss ich... Wie Frank soll. Ja. Wir sind alle Menschen eigentlich, okay? Und das ist in uns. Ja, wir sind schwach. Ja. Das muss man sagen. Und das ist normal. Ja? Und das ist schwer. Ja? Hat Vorteile und Nachteile. Die Nachteile ist, das ist nicht ganz menschlich. Ja. Und Vorteile ist, du hast nicht nur eine Familie, die ganze Welt ist deine Familie. Und du hast Zeit zu investieren, du hast mehr Energie. Aber was passiert, wenn du dich verliebst? Dann bin ich verliebt. Aha. Aber schau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich war schon verliebt während mein Studium, okay? Dann habe ich entschieden... Hier in Wien? Oder nein, in Indien. In Indien. Aber dann habe ich doch entschieden, das weiterzumachen, weil hier mein Leben hat mir einen Sinn gegeben und ich war schon drin in diesem Programm, kann man sagen.
Aber es wäre schön, wenn man sich verlieben dürfte. Genau. Wenn das okay wäre. Ja, ich möchte diesen Menschlichkeit-Aspekt auch in Klosterleben einbauen, dass wir einfach normal sind. Dass ich auch mein Leben genießen kann, aber ich auch beten kann. Wobei bei dir ist, du schrammst leicht an der Normalität vorbei, weil du bist ja sehr engagiert und mit deiner Musik. Also du bist ja da, sage ich jetzt einmal, nicht so der typische Franziskanermönch. Ne? Wenn man, auch mit deinem Cap, mit deinem Käppi und so. Und du musizierst ja auch und du rappst. Ja, ja. Ne? Schauen wir uns das mal gemeinsam an, was du da so machst. Bitteschön. Ich stell mir vor, ich werke in der Sonne Kärntner. Gewohnt in Villach und aufgewachsen im Ehrenberg. Der schönste Ausblick auf die Karawanken. Ich kenn den Gons und auch der Herrgott nur noch danken. Türkises Wasser dort am schönen Wörthersee. Ich brauch kein Meer mehr, wenn ich den See seh. Bei so viel Schönheit, da geht das Herz auf. Man muss nur hinschauen, dann kommen wir selber drauf. Jo, der Herrgott hat gelacht, wir kannten hat gemacht. Ein Land ist so schön, fast wie im Garten Eden. So lieb sind die Leid, wirklich im Schein, von oben gesegnet mit Bergen und Seen. Man könnte glauben, man könnte glauben, das ist ein Beitrag von Neun Plätze, Neun Schätze. Ja. Das ist so schön. Ich mache eine Reihe, ein Lied über jedes Bundesland. Was ist, Schwester Judith, will was sagen? Na, ich möchte sagen, der Sandesch ist ein echter Franziskus-Jünger, weil der Franziskus war ja auch musikalisch, oder wir? Nein. Er hat den Sonnengesang gedichtet. Ja. Und war unter den Leuten. Genauso, er hat die Schöpfung geliebt. Ja. Und also ich finde, er ist ein ganz echter Franziskaner. Genau. Und er geht unter die Leute. Ne? Das ist auch sehr wichtig. Man hat gesehen, da am Lief. Ne? Ja, das schaut man am ersten Augenblick. Der ist ein Franziskaner, der haltet sich wie ein Kasperl. Ja, mit einer Kutte oder einer Kappe ist er wirklich ein Franziskaner. Mhm. Ich mag das wirklich bewusst, weil ich möchte wirklich zeigen, dass ich auch Mensch bin, dass ich auch genieße. Ich komme in Kontakt mit so vielen Leuten, die überhaupt nicht mit der Kirche zu tun haben. Genau. Und das ist, glaube ich, etwas, was dem Bruder Hans auch sehr am Herzen liegt. Der Nachwuchs, gell? Ja, generell der Kontakt, ich meine, wir sind eine Ordensgemeinschaft, die mit Bildung zu tun hat. Und ich denke, der Mensch braucht Quellen für sein spirituelles Leben. Und da, finde ich, ist vieles verschüttet. Und wir als Ordensgemeinschaft haben auch eine täglich eine Stunde Meditation. Das wird natürlich reichlich wenig da vorkommen. Aber wie es im Lukas-Evangelium heißt, Maria bewahrte die Ereignisse und sie bewegte sie im Herzen. Also die Ereignisse des Lebens bewahren. Und sie reflektieren, sie bewegen, von allen Seiten anschauen, mit einem Herzen. Und das ist bei uns auch eine ganz wichtige Stoßrichtung, der Glaube des Herzens, auch von der Französischen Revolution heraus. Der Intellekt braucht eine Basis im Herzen, sonst wird er kalt. Wir wissen, ein kalter Intellekt kann sehr grausam werden. Ich würde ganz gerne auch dieses Beispiel herausgreifen, Leben hinter Mauern. Ich meine, wir alle leben ja hinter Mauern. Jeder, der in einer Wohnung wohnt, wohnt hinter Mauern. Die Frage ist, wie Mauern wirken. Und ich würde da gerne das Bild verwenden von dieser Lärmschutzwand der Autobahn. Da ist es sehr schön, hinter dieser Lärmschutzwand zu wohnen, weil der Lärm weggehalten wird von dieser Lärmschutzwand. Das wäre für mich so ein Teil der Meditation. Ich habe eine Wand, die mich schützt vor unnötigem Lärm und Geräusch. Dann bin ich in der Meditation bei mir, bewege das Leben in meinem Herzen und da höre ich dann Stimmen, die ich sonst im Lärm nicht hören würde. Und da höre ich auch die Stimmen jener, die in Abhängigkeit, in Sklaverei, in Ausbeutung heute leben. Und da gehe ich dann wieder hinein in diese Situation. Das bedeutet für mich Ordensleben. Es ist kein Selbstzweck, wie ich erst gesagt habe, um eben arm und keusch und sonst wie zu leben. Das sind nicht die Hauptziele. Die Hauptziele sind, mich zurückzunehmen, ein Leben zu führen, das sensibel ist für das Evangelium und diese Botschaft zu diesen Menschen hineinzutragen. Barbara, muss ich dazu sagen, diese Klostermauern, die Mauern sind dick, eigentlich Klostermauern. Und das ist so gebaut, dass wir schützen und auch kann man auch zurückziehen. Mhm. Ich bin in ein Kloster eingetreten, mich zu entwickeln. Ich liebe dieses Wort, entwickeln.
Dass wir sind so verwickelt, dass durch Meditation, durch Gebet wir loslassen, wir entwickeln Tag für Tag. Ja. Und dazu am Ende Ergebnis sollte eine Brücke bauen über diese Mauer. Dann hat diese Mauer eine Bedeutung. Genau. Sonst, I don't know. Wie viele Brüder leben bei euch im Kloster? Wo ist das Kloster, das Franziskanerkloster? Das Kloster ist im ersten Bezirk. Mhm. Und Franziskanerplatz. Ja. Franziskanerplatz. Ja, und wie viele Brüder leben? Wir sind zu 12. Zu 12, ja, okay. Und 12. Im Stift Heiligenkreuz? Also ich darf vielleicht kurz beginnen. Wir haben eine ganz merkwürdige Entwicklung in Heiligenkreuz. Als ich im Jahr 77 dort eingetreten bin, waren wir etwas über 40, ein großes österreichisches Stift. Inzwischen sind wir über 100. Also es ist kaum zu glauben, wir haben uns mehr als verdoppelt. Und jetzt sind wieder 5 Novizen gerade eingetreten, über die der Novizenmeister im letzten Kapitel berichtet hat. Und das sind wiederum sehr 5 hoffnunggebende junge Männer, die da das klösterliche Leben beginnen. Wir wissen nicht, warum. Wir können nicht sagen, wir sind so gut, wir sind so toll. Vielleicht aus denselben Gründen wie du, dass es so schön ist dort auch. Ja, ne? Also sicherlich ist die Frage, da muss ich allerdings immer auch die jüngeren Mitbrüder warnen, dass sie die Schönheit von Heiligenkreuz nicht zu selbstverständlich nehmen. Wir leben ja da zwar arm, vermögens- und einkommenslos und gehorsam und hoffentlich ehelos und keusch, aber wir leben ja in einem wunderschönen Rahmen. Und das mit Armut zu verbinden, erfordert schon eine gewisse Überbrückungsleistung, wie das man sagt. Also wir leben arm und wir tun auch was für die Armen. Und wir müssen aber diese wunderbaren Gebäude aus dem Mittelalter und aus der Barockzeit als kulturelles Erbe weitertragen. Kult und Kultur hängen nämlich zusammen. Lieblingsgedanke vom Bischof Capellari. Wenn der Kult sein kulturelles Umfeld verliert, wird er zu einer trockenen Lehrveranstaltung. Und wenn die Kultur ihre kultischen Wurzeln verliert, wird sie belanglos, abstrakt, vielleicht sogar polemisch oder pornografisch. Das muss man also sehen. Kult und Kultur sind aufeinander zugeordnet. Was machen die Mönche? Also welche Tätigkeiten? Was machst du dort, außer beten? Der innerste Kern, vielleicht noch ein Wort, weil die Schwester vorhin von monastischem Brevier gesprochen hat. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gibt es 3 verschiedene Ordensgemeinschaftstypen. Das eine sind die Aktiven, das andere sind die Kontemplativen und dazwischen stehen die Monastischen, die nach einer, ich sehe ein Bild von unserem Chorgebet dort gerade, die monastischen Ordensgemeinschaften, die also in einer uralten Mischung aus kontemplativen Elementen und aktiven Elementen sich so gestalten. Was machen die Mönche in Heiligenkreuz? Wir haben also erstens diesen innersten Kern des Gebetes, wir haben einen Gastbereich mit Führungen, wir haben Wirtschaftsbetriebe, wir haben die Hochschule, von der du vorhin gesprochen hast, dass wir also dort ungefähr 300 Theologiestudenten und Studentinnen, ein Großteil davon Priesteramtskandidaten, ausbilden. Wir haben den Gäste- und Exerzitienbetrieb, wir haben 20 Pfarren. Es leben nicht alle 105 Mitbrüder im Kloster, sondern einige leben auf den Pfarren, in Wien und in Burgenland und bei Wiener Neustadt. Und wir haben auch, weil wir so viel sind, in den letzten 30 Jahren 2 Tochtergründungen unternommen. Das letztere war in Ostbrandenburg, der gottlosesten Gegend ganz Europas, knapp an der deutschen Ostgrenze heutzutage. Und das andere war im Ruhrgebiet, im Ruhrpott, wie das auch manchmal dort genannt wird, hat uns der dortige Bischof eingeladen, dort ein Kloster zu gründen, weil er sagt, das brauchen wir in der Zukunft, wenn vielleicht viele Pfarren nicht mehr besetzt sein können wegen Priestermangel, dann brauchen wir einen Ort, wo die Leute hinfahren können und dort Gebet, Liturgie, Beichte, geistliche Begleitung und so am Ort vorfinden. Und in dieser gottlosesten Gegend seid ihr da gut angekommen? Ja, erstaunlicherweise. Dort im Ostbrandenburg, wo schon die Reformation die Orden abgeschafft hat, die Leute sind unglaublich offen. Und bei der Judith, ich glaube, der Papa, der war nett dafür, dass du Ordensschwester bist. Für ihn war das furchtbar schwierig. Mein Vater war Arzt und hat begonnen 1939 ungefähr 38, 39 Medizin zu studieren. Und das war eine Zeit, die war nicht kirchenfreundlich. Und es war für ihn schrecklich. Er hat also, dass seine Tochter ins Kloster gehen will, hat er als etwas Mittelalterliches gesehen. Mhm. Und
fast sein ganzes Leben hat er damit gerungen. Aber es ist milder geworden im Laufe der Zeit. Und es war für mich auch nicht leicht. Meine Mama war sehr ausgleichend, weil meine Mama ist aus einer sehr katholischen Familie gekommen und war eine Seele von Mensch und hat mit meinem Vater mitgearbeitet. Und bist du das einzige Kind gewesen? Nein, ich bin die älteste von vier. Aha. Und alle anderen sind... Ja, ich war die Schlimme, die als erste begonnen hat, auszusteigen, damals, 68. Es könnte sein, dass manche Eltern, die so dagegen sind, den Klostereintritt als eine, ich sag's einmal provokant, als eine versteckte Form des Selbstmordes einstufen. Weil man nicht weiß, um was es geht. Ja, ich habe eine Mitschwester, da hat der Bruder gesagt, sie war sehr jung, als sie gesagt hat, sie möchte ins Kloster gehen. Und hat der Bruder gesagt, da kannst du dich am besten gleich begraben lassen. Ich wollte gerade sagen, ja genau, das ist so wie, naja, es ist für viele wahrscheinlich, Hans, wie eine Freiheitsberaubung, ne, dass man plötzlich so... wegen Fesseln. Ich würde sagen, früher war auch das Bild mehr so, also vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war doch das Ordensleben, es gab halt auch eine Reform und eine Veränderung, dass wir natürlich für das Evangelium, also wir alle die Gelübde ablegen, sagen als erstes, um dem Evangelium zu dienen, legen wir da irgendwelche Gelübde ab. Also die stehen im Dienst des Evangeliums. Wenn ich da zurückdenke, ins Kloster einzutreten, sozusagen gestorben zu sein für die Welt. Also für mich war es gerade umgekehrt. Gerade weil ich ins Kloster eingetreten bin, bin ich nach Wien zum Studium gekommen, bin nach Toronto, nach Kanada ins Studium gekommen, war ich in Deutschland draußen bei Frankfurt, bin jetzt wieder in Österreich. Also ohne Ordenseintritt wäre ich viel mehr hinter der Mauer gewesen als mit dem Orden, ganz klar. Ja. Meine Lieben, es war sehr spannend. Ich bedanke mich für eure Zeit und dass ihr uns auch Einblicke gewährt habt in euer klösterliches Leben. Ich glaube, wenn auch jeder wahrscheinlich anders lebt, anderen Ritualen mitunter nachgeht, nicht ganz gleichen, ziehen wir trotzdem alle oder ihr zieht alle am selben Strang. Und letztendlich will man ja am Ende nur eines: Friede, Liebe und Versöhnung. Und das tragen wir jetzt auch gemeinsam nach außen, würde ich sagen. Ich bedanke mich sehr und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie auch einmal mitdiskutieren wollen, melden Sie sich an unter 0900 91 0098 und verraten Sie uns Ihr Wunschthema.